Dann ist da oben was. Dann kann ich da hin. Ja. Dann gehen wir mal rüber. Dann gehen wir nach oben. Dann gehen wir da. Da müssten wir eigentlich es geschafft haben. Das war jetzt... Okay, warte mal. Wupp, 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 wupp. Muss ich kurz gucken. Kann ich lenken? Nein, das wollte ich nicht. Ach, fick dich. Oh, Mann. Kackdreck. Noch einmal, komm. Rüber. Wenn ich jetzt darüber gehe, schießt er mich da in den Tod. Das ist schon mal keine Option. Ich muss nach oben. Gibt's gar keine andere Möglichkeit. Der schießt mich ins Verderben. Ich gehe mal hier lang. Alter, diese Kamera, die macht mich wahnsinnig, ey. Naja, ich wechsle einfach mal doof hin und her, weil ich doof bin. Ah, ich glaube, das ist jetzt der richtige Weg, ne? Diese scheiß Kamera, Mann! Bah. Und, yeah, einmal komplett wieder alles wegdrehen, damit ich nicht weiß, wo ich her muss. Arschclown. Die Kamera ist echt scheiße. Okay. Hört sich ganz schön deep an. Dann gehen wir mal hier drauf. Okay. Ja, ich muss da rein. Flap. Kann ich jetzt nach oben latschen? Okay. Dann da rüber, dann da oben rein, dann komme ich da unten. Drupp. Ja, passt, läuft. Das ist schon ein bisschen einfacher. Okay, das ist voll interessant. Kann es gar nicht anders sagen. Jodo Fragil, Ibru, Cherry, Lucio, Lara do Seixo. Hört sich nicht gut an. Also müssen wir mal kurz gucken. Ah, ja, war ja klar, dass jetzt sowas kommt. Okay, ich muss da hinten drauf. Gehen wir mal dahin, ne? Kriegen wir schon hin. Einfach laufen, Cat. Einfach laufen. Laufen und springen. Laufen und springen. So, einmal hoch. Hoch. Einfach mal da rein. Bums. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht verarscht werde und einfach in den nächstbesten reinhüppeln kann. Draußen fährt irgend so ein Penner wieder her. Sehr geil. Hoffentlich hört man es nicht, weil ich quatsche. So. Hui. Jo. Passt.
Ich will Antworten auf dein komisches Quatsche. Okay. Das ist so verdammt interessant. Okay. Ein Schloss liegt dort die Wahrheit. Disneyland! Um die Atmosphäre kaputt zu machen. Boah, ist das interessant. Alter. Dann wollen wir mal, ne? Ich bin sehr gespannt. Ich möchte gerne nach unten gucken, verdammt nochmal. Warte mal, ich gehe mal kurz zurück. Ich möchte was nachgucken. Okay, es sieht aus... Es hat Ähnlichkeit mit der Säule. Okay, wo... Was? Achso, ich dachte, ich muss komplett durchlaufen. Danke. Ja, super, danke. Genau das wollte ich haben. Was ist passiert? Diese Welt ist ein Traum. Sianes Traum. Du bist wie alles darin nur ein Produkt ihrer Vorstellungskraft. Sei still. Hast du mich hypnotisiert? Was hast du mir ins Wasser gemischt? Während Siane schläft, werde ich die Träumerin und die Welt, die sie hervorbringt, schützen. Du redest, als wäre Siane jemand anderes. Und wer sollst du sein? Eine weitere Schöpferin? Ich bin der Traumwächter. Ich halte Siane fest verankert zwischen Traum und Realität. Das ist verrückt. Ich glaube, du übertriffst sogar noch Garde. Du hast gelernt, mit deinem geistigen Auge zu sehen. Du kannst den Eingang zur Arche finden und gemeinsam mit Raven kannst du die Kinder retten. Öffne deinen Geist und sieh. Warte, ich sehe etwas. Steine! Was du siehst, war immer da. Doch nun hat sich dein Geist geöffnet, um es zu sehen. Shifter, du hast eine Bestimmung. Eine Kraft, die dir verliehen wurde, um den Traum zu beschützen. Was? Cat, habe ich geschlafen? In meinem Traum sagt jemand, du sollst zur Arche gehen. Okay. Ich traf eine weitere Schöpferin. Sie schlief in Siane. Erst Garde, dann Siane. Sie traf ständig auf Leute, die behaupteten, Welten erschaffen zu haben. Ich konnte Wahrheit und Dichtung nicht voneinander trennen, doch ich wusste, dass man mir eine ganz bestimmte Macht verliehen hatte. Ich muss Siane zurück zu den anderen bringen. Okay. 16 Kinder der Vergangenheit. Alter, ernsthaft? Jetzt gibt's überall wieder neue Sachen. Oh nein! Ich meine, finde ich geil, neue Steine und so weiter, aber ernsthaft? Ich sammle doch so schon die ganze Zeit. Nein! Oh, das war interessant, aber wirklich schlau sind wir jetzt nicht.
doof ist, ich habe mich aus Versehen mal vor mehreren Wochen über Cat gespoilert. Ich weiß von ihrer Vergangenheit und es ärgert mich ein bisschen, aber mal gucken. Halt. Mann, manchmal ist es ein bisschen krampfig. So, warte mal. Wir sammeln eben kurz die dicken Steine überall ein. Dann haben wir das auch. Wer weiß, ob wir hier jemals hin und her wechseln können zwischen dieser und der anderen Welt. Würde mich interessieren zu wissen. So, warte mal, einmal alles wieder gerade drehen. So, da oben will ich hin. Da oben will ich hin, da oben will ich sein. Da gehöre ich hin. Nach oben droben. Nicht da oben unten. Okay. Noch mehr Steine. Steine. Flop. Boah, es gibt jetzt aber auch wirklich überall diesen Mist, ey. Da unten sind auch noch welche. Oh, verdammt. Ja, das kann jetzt dauern. Okay. Na, das sammeln wir auch noch ein. Okay. Boah, ist das viel. Warum sind hier nicht die dicken Steinchen? Ob es hier auch so ein geheimes Nevi gibt? Das wäre irgendwie cool. Hier so ein fettes Obernevi irgendwo weiter unten versteckt. Was uns dann auch wieder reichlich mit Stein füttert. Fände ich toll. Ich gehe erstmal nach oben. Boah, ist das viel, ey. Alter. Diese Sammelsucht. Ich sag's immer wieder in diesem Spiel, in diesem Let's Play. Aber diese Sammelsucht ist hier... Die kann sich hier richtig austoben. Mann. Hier kann man sich richtig austoben, wenn es darum geht, Sachen zu sammeln. Ist doch da unten noch mehr auf. Verdammt. Es nimmt gar kein Ende. Kannst auch mal in die Kommentare schreiben, wenn das mal einer macht, ob ich jetzt hier mal durchgehend alles zeigen soll oder ob ich hier einfach wieder vorspulen soll. Habe ich ja schon mal gemacht. Ich glaube, bei Endestria war das oder die Stadt davor. Oder danach. Eine der letzten drei. Da habe ich ja das Einsammeln einfach vorgespult, weil es mir irgendwann zu doof war. Soll ich das hier auch machen? Weil wenn ja, dann werde ich diese Sammelsessions einfach nur noch vorspulen. Dann mit der entsprechenden Musik untermalen, dann hat sich das. Es ist so viel wieder. Es ist so, wie als wenn ich jetzt unter der Stadt alles wirklich abklapper, die ganzen Winkel absuche und... Oh, das ist grausam. Das ist einfach grausam, weil das frisst so unglaublich viel Zeit. Einmal habe ich, glaube ich, fast zwei Folgen nur gesammelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es relativ öde ist, nur zu sehen, wie man sammelt. Ich meine, das Doof ist, ich muss mich ja konzentrieren, wo was ist und so weiter. Ich kann auch nicht mal anfangen, irgendwie was zu erzählen. Großartig, weil, ja, ich muss mich umgucken. Das ist so, man kann ja nicht alles auf einmal machen, ne? Mal kurz gucken, okay. Das gefällt mir nicht, ich mach das so. Mann, sonst wird das nie was. Das weiß ich jetzt schon. Ja, einmal kurz richtig stellen die Dinge. Kurz absetzen. Ja, ja, fall leise. Hoffentlich heulst du nicht. Hab ich keinen Bock drauf, auf das Geplärre. So. Einmal hier einsammeln. Ja, da ist wieder einer gestolpert. Ich war es nicht. Er ist gestolpert, weil er doof ist. Zu doof zum Laufen. Wie die immer stolpern. Ich könnte schon fast meinen, die werden geschubst. Aber das würde ich nie tun. Habe ich jetzt alles? Wahrscheinlich nein. Ich gehe kurz nach oben mal Weitwinkelsicht. Habe ich jetzt alles gesammelt? Wahrscheinlich nö. Ja, siehst du, nö. Nö trifft's mal ganz genau.
Nö, habe ich gut eingesammelt. So. Sollte ich aber auch jetzt endlich alles haben, ne? Oh, ho, 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 ho. Meine Fresse, Alter. Das ist die reinste Goldmine hier. Die Goldmine. Ja, von der ich gleich wieder runterfalle. Aber bevor ich jetzt wieder... Ne, erstmal hier. Komm schon. Okay. Die eine Truhe beschützt die Träume und gerade wahrscheinlich den Raum. Da müsste es noch was mit Zeit geben. Ich hab's genau gesehen. Ich habe es ganz genau gesehen. Wir gucken erstmal hier drumherum, ne? Ob wir noch was Tolles finden. Hoffentlich. Ich meine, ich finde es toll, Steine zu kriegen, aber irgendwann möchte ich auch gerne einfach weitermachen. Und da sind die Steine schon ein kleines bisschen hinderlich. Meins! Wenn das die dicken Steine wären, wäre es noch besser. Aber egal. Wir sind schon wieder fast bei 3000. Meine Fresse. Ich sag's immer wieder gerne, meine Fresse. So, komm. Da haben wir im Moment alles auf Ultimo. Das Stasi-Feld und das Gleiten. Spiralklaue werde ich, glaube ich, nie wieder benutzen. Ist nicht so mein Favorit. Ja. Ah, schade. Egal. Machen wir das nächste Mal. Ein bisschen was behalte ich noch. Ach, sieh mal einer, guck. Schweinerei. Das reicht aber nicht für 1500. Ach, und sieh mal, das ist jetzt auf einmal eine Tür. Tja, Raven, du hast einfach nicht den Durchblick. Tut mir leid, du bist scheiße. Und ich hab Hunger. So. Haben wir jetzt wirklich alles? Alter, das kann nicht wahr sein. Da sind auch noch welche! Mann! Okay, die 1500 kriegen wir noch. Das ist doch nicht wahr. Es wäre besser, wenn die immer leuchten würden, weil so muss man nicht immer, wer weiß wie, nah rangehen, um sie noch zu sehen. Aber egal. Meckern auf hohem Niveau, das Spiel ist egal. Wir haben Open World, das reicht mir schon. Okay. So. Halt. Alter. Das nimmt kein Ende. Oh, so viele Steine. Amethysten. Wir haben gleich die 2000 wieder geknackt. Meine Güte. Das ist schon cool. Ich möchte nicht wissen, was jetzt in der Stadt, in der normalen Oberweltstadt, ach du Heiliger, was da alles rumfliegt. Also, wenn da jetzt überall solche Dinge auftauchen, ganz ehrlich, dann werde ich das offscreen einsammeln. Dann werden wir Punktestand vergleichen. Da mache ich einen Schnitt. Ich gucke mir dann die aktuellen Punkte an. Dann sammle ich alles ein, offscreen. Und dann sehen wir den Punktestand als, also nach dem Schnitt, was wir so alles eingesammelt haben, wie viel wir dann haben. Dann werde ich alles dazwischen, so das Ganze einsammeln, werde ich als extra, als Special-Folge raushauen. So nach dem Motto, was bisher geschah oder was so gefunden wurde, wie auch immer ich das nennen werde, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich das dann extra zeigen als Sonderfolge. Die man zur Not auch überspringen kann, wenn man da keinen Bock drauf hat. Was ich verstehen könnte, weil... Ist ja nicht gerade wenig, ne? So. Jetzt müsste ich aber, glaube ich, auch alles haben. Da war ich eben. Nichts ploppt mehr auf. Da könnte ich theoretisch rein. Aber erst einmal... Warte, wo? Schnappen wir uns die Kleine. Cien. Sia. Okay, hier taucht nichts mehr auf. Das finde ich toll. Ich meine, mehr Steine, mehr Skill und so weiter. Aber es ist ganz gut, dass jetzt nichts kommt, damit ich mal weitermachen kann. Und ich möchte dann anmerken, dass ich immer noch nicht gestorben bin.
Wir fliegen vielleicht mal ein bisschen zu nah an so einen Wirbel ran, aber ich bin noch nicht gestorben. Voll geil. Ich bin Profi. Pro Gamer Skill. Over 1000.